Servus, das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ich habe das jetzt mal vorsichtig eingestellt. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Der Abstand von der Außenkante, ich zeige es euch hier vorne, der Abstand von der Außenkante des Rohrs muss zur Säge 7 mm sein, weil das hier 7 dick ist. Das heißt, wie ihr seht, der Bohrer passt hier dazwischen. Also habe ich 7 mm. Sägen wir mal los. Bin ja gespannt. Das geht ja ganz gut. Jetzt müssen wir das Ding in der Mitte rausschneiden, dass wir tiefer können. Das geht ja prima, mein Lieber. So, das ist das Ding, was ich hier rausgeschnitten habe. Bohren wir weiter. So, tiefer komme ich jetzt nicht rein. Aber das macht nichts, weil der Hub der Maschine endet. Hat ja super geklappt jetzt. Das hat ja echt geil geklappt. Bin echt überrascht, wie gut es geklappt hat. Mein Lieber, du gute Bohrerkroni, du! Ma! So, worin liegt jetzt der Vorteil, wenn wir das so machen? Wie ihr seht, haben wir hier jetzt ganz viel Klebefläche, wo dieses Rohr auch wirklich richtig reingeklebt werden kann. Weil wenn man das auf eine andere Weise macht, dann hat man weniger Klebefläche. Aber so habe ich viel Klebefläche. Habe ich euch... Ja, komm, jetzt bricht es auseinander! Hackgott, da könnt ihr einfach nur kotzen. So ein Scheißdreck. Machen wir halt nochmal eine Runde Kleber drauf. Kostet ja nichts. Bei sowas kriege ich echt die Motten, du, ohne Witz. Mann. Aber jetzt, bis morgen darf es jetzt trocknen. Ja Gott, ich stoße mir immer der Werkbank an. So, also, ich mache jetzt die Löcher für die Dübelmalerei. Ich versuche es zumindest mal. So, das erste Mal, dass ich mein kleines Leim-Dings hier benutze, da kann ich nämlich super in die Öffnungen den Leim reinspritzen. Dann weiß ich nämlich, da ist auch was drin. Wenn ich das jetzt alles an den Dübel dran mache, dann bin ich mir sicher, dass der Dübel die Hälfte schon mal abstreift. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen was an den Dübel hin und viel auch in das Loch rein. So, jetzt sollte man das dann auch noch reinklopfen können. Haben wir echt schnell sein, der Leim, der zieht echt sauschnell. Blitzschnell, Leute, blitzschnell! So, wir kleben jetzt dieses Teil ein. So, kleiner Tipp von euch, für euch, nicht von euch. Ich habe hier dieses Teil unten, wie ihr seht, mit dem Abrundfräser. Das mache ich deswegen, dass wenn ich das jetzt reinklebe, dass ein kleiner Spalt entsteht, wo dieses Silikon rein kann. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Seht ihr am Rand? Da ist ein kleiner Spalt. Und der ergibt sich durch die Rundung. Und wenn ich da das Silikon reinschmiere, dann hält das jetzt einfach ein bisschen besser. Denn das muss jetzt dicht sein. Also wenn das jetzt nicht ganz dicht ist, so wie ich, dann ist es nicht so ganz gut. So, von oben. Und wenn das jetzt dann trocken ist, das Silikon, dann machen wir das von unten auch noch. Das hält auch Bombe. Nächster Morgen. Guten Morgen. Ja, wir machen heute weiter mit dem Oberteil. Ich habe jetzt gestern noch den Deckel eingeklebt. Heute habe ich unten noch hier eine Silikonnaht hingemacht, dass das hält. Und heute kümmern wir uns darum, dass dieser Anschluss da reingeklebt wird. Ich wollte ihn eigentlich auf der anderen Seite haben, aber dumm wie ich bin, falsche Seite gebohrt. Ist ja auch nichts Neues bei mir, oder? So, das heißt, wir machen jetzt hier ein Loch rein, dass dieser Anschluss auch noch stabilisiert wird, weil der hält ja nicht nur hier drin. Sprich, wir brauchen eben vorne auch noch eine Stabilisierung. Das heißt, wir müssen das Ding hier bohren. Truppi, du alter Bohrer, das passt.
Heiligs Blechli, top die Bude, Freunde, top die Bude. Der Truppi, der alte Bohrer. Dann können wir die anderen Ausschnitte machen, und zwar für den Schalter, für die Steckdose und weiteres. Aber das ist einfach nicht gut. Einfach aus dem Grund. Ich sage euch hier immer, Leute, baut die Sachen so, dass ihr sie, wenn ihr sie zusammengebaut habt, auch wieder auseinanderkriegt. Und zwar ist es so, ich muss ja die Elektronik verkabeln. Jetzt muss die ja hinten irgendwo rein, und wenn das wird ja hingeklebt. Das ist ja ein Stück nachher, wo ein Deckel drauf kommt. Ich komme da hinten ja nie wieder rein. Jetzt gehen wir zum Schrottplatz und organisieren uns hoffentlich eine Aluplatte, die wir hier einlassen und die wir rausbauen können. Das heißt, da können wir die ganze Elektronik draufbauen und dann können wir das Ganze da einbauen, im eingebauten Zustand. Also, schauen wir zum Schrottplatz, schauen wir, ob wir Aluplatte kriegen. Das wäre doch okay, oder? So, können wir weitermachen. So, die Platte habe ich jetzt endlich fertig. Ist wieder ein Fehler drin, war ja klar, der Schalter hätte weiter rechts müssen, weil jetzt stößt dann das Ding an. Aber das pushe ich jetzt dann irgendwo zurecht, ist mir jetzt egal, ich mache die Platte, habe ich jetzt Stunde braucht dafür. So, auf jeden Fall geben wir jetzt das Rohr ein. Ich haue jetzt hier unten gerade mal an, damit der Kleber auch was zum Greifen hat. Zum Greifen hat. Ich hätte auch mal was zum Greifen. Kriegst du die Tube auf? Du hast dann Lehrgang, dass du die Tube aufkriegst, oder was? Heiliges Blechle, du. So, also. Ich habe jetzt hier Epoxidharz. Ach nee, hast ja gar gekackt. Epoxid, zwei Komponentenkleber von AGT, gibt's bei Amazon. Da ist so eine Spritze dran und hier sind zwei Harze drin. Und indem ich da jetzt drauf drücke, mischt sich in der Spritze. Seht ihr das? Es geht recht schwer. Es geht sogar sauschwer. Alter, der kriegst du ja niemals raus. Ah, muss ja He-Man sein. Das kriege ich hier raus, Leute. Was zaubert mir die ganze Werkbank, du mein Lieber. Ach Gott, das nervt mich jetzt schon wieder, du echt. So, das Papier ist nicht vom Däner. Nicht, dass er auf die Idee kommt, das ist vom Däner. Nee. Da will ich einfach nur basteln. Nee, da muss ich die rumärgern. Da unten habe ich mal Markierung gemacht, dass ich es auch richtig reinstelle. Wir müssen ja aufpassen mit dem Auslass oder mit dem Ansaugding. So, was jetzt wichtig ist, dass das Ding wirklich so gut wie möglich im Winkel steht. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Winkel und messe. So, das steht total schief, aber schiefer geht. Das ist der schiefe Turm von Pisa ja gerade dagegen. Wenn man die linke Hand auch falsch einstellt, du Depp! So, jetzt steht sie mir plötzlich nicht mehr so grad. Hey, Hanna! Verbieten soll ich mir das basteln? Bast! Jetzt zieh halt einfach nochmal eine Naht drum rum. So, nachdem das Harz ziemlich schnell gezogen hat, was mich wundert, weil ich kenne nur so langsam Ziehharz, ja, verklebe ich das jetzt auch noch, weil das ist schon fast trocken. Das muss ja ein bisschen schnell sein, weil das Harz doch relativ zügig zieht. Werkbank nicht versauen. Boah, lässt sie das scheiße drücken, ey.
So, das drückt raus, das ist super, so wollte ich es haben. Das läuft ja richtig, Leute. Ich werde langsam ein richtiger Bastler. Himmel, Arsch, ich bin so behindert, ich hab's falsch draufgeklebt. Meine Fresse, bin ich dumm. Mann, wie kann man so blöd sein? Mann, nie einmal für 5 Cent mitdenken. Riesig, Rieder, echt. Ja, komm an die Jacke. Er ist jetzt auch wurscht. So, wenn du jetzt nicht richtig draufklebst, dann gibt's eine. Alter, das Harz, das zieht so schnell. Das gibt's gar nicht, echt. Wenigstens habe ich es noch gemerkt, hey. Stell dir mal vor, das wäre fertig gewesen. Boah, dann wäre ich mal richtig ausgeflippt. Und es wird dich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt was, das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch mal ruhig. Nein, das heißt doch eine Schnauze. So, das Ding ist mittlerweile trocken. Und jetzt machen wir mit dem Abbundfräser innen drin diesen Überstand ab. Hier ist der Abbundfräser. Der fährt jetzt innen diese Rundung ab und macht dann den Überstand weg. So, seht ihr das? Hier ist es schon gleich und hier eben noch nicht. Und das macht dieser Fräser, dass der jetzt wirklich das abnimmt und auf genau die gleiche Höhe nimmt. Wie ihr seht, das passt jetzt auch. Sind wir auch schon mal wieder einen großen Schritt weiter.